Ein Treffen aller Schlagerstar-Generationen und ein Zuschauermagnet für Fans aus allen Regionen. Das war das Paulina-Wagner-Konzert am vergangenen Samstag in ihrem Heimatort Kamp-Bornhofen am schönen Rhein. Seit ihrer Finalteilnahme bei DSDS im Jahr 2020 durften wir die sympathische und talentierte Newcomerin immer wieder bei ihren Stationen begleiten. Gerade weil Paulina die Heimat so am Herzen liegt, wurde das Konzert auch vom hiesigen Musikverein stimmungsvoll eröffnet. Wie sich Paulina bei ihrem ersten eigenen Konzert fühlt, verrät sie uns im Interview. Ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar, dass ich heute Abend hier so ein tolles Fest erleben darf mit so vielen Menschen, die extra nur wegen mir gekommen sind. Ich bin wahnsinnig dankbar, glücklich und auch ein bisschen stolz, weil das habe ich ja wirklich mit meinem Management zusammen und vielen weiteren Personen selbst auf die Beine gestellt. Nach der Zeit bei DSDS hat sich viel verändert in ihrem Leben und nicht nur in ihrer Heimat ist sie mittlerweile bekannt aus vielen Konzert- und TV-Auftritten. Mein komplettes Leben hat sich eigentlich nach DSDS verändert. Das war für mich ein absolutes Sprungbrett, ein absoluter Türöffner. Deswegen blicke ich gerne auf diese Zeit zurück, denn dadurch haben sich für mich so viele Türen geöffnet. Ich durfte einen Plattenvertrag unterschreiben, mein erstes Album herausbringen und mittlerweile ganz, ganz viele Bühnen in Deutschland kennenlernen. Und es ist immer noch ein bisschen wie ein Traum. Aber sind es nur die großen Konzerte, die ihr so viel Spaß machen? Und was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Also meine liebsten Auftritte sind eigentlich schon solche Abende, wo man einfach in familiärer Stimmung unter Freunden, unter Familie ist. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Aber auch wenn ich auf anderen Konzerten unterwegs bin, ich kenne immer so viele Menschen, weil die Schlagerfamilie ist zwar groß, aber dennoch kennt man sich untereinander. Und deswegen, da fühlt man sich genauso geborgen wie an einem heutigen Abend. Unterstützt wird Paulina durch Robin Leon, einen jungen Sänger aus dem Elsass, und die Schlagerlegende Vata Illich. Was macht es für Sie so besonders, dass hier verschiedene Generationen aus der Schlagerbranche zusammentreffen? Das ist so toll. Also jung und alt, wie man es hier auch sieht heute Abend. Genau das hat geklappt, was wir uns nämlich vorgestellt haben. Wir haben Künstler wie Vata Illich heute Abend, den die ältere Generation kennt. Wir haben einen jungen Künstler, Robin Leon. Und ich gehöre auch zur jungen Riege des Schlagers. Also das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, ehrlich gesagt. Schlager-Newcomer Robin Leon wurde vor einigen Jahren in der ARD-Sendung Immer wieder sonntags zum Sommer-Hitkönig gewählt und ist seitdem eine feste Größe im Musikbusiness, sogar mit einer eigenen TV-Show im französischen Fernsehen. In diese Sommernacht hast du mich angelacht und tausend Feuer in mir entfacht. Was grad mit mir geschieht, das liegt am Balkanbeat, das liegt am Rhythmus. Was hat ihn davon überzeugt, Paulina bei ihrem Konzert zu unterstützen und wie ist er überhaupt zum Schlager gekommen? Ja, weil ich Paulina sehr gerne habe, als Künstlerin schon erstmal, menschlich auch, die ist ganz sympathisch und die hat mich auch unterstützt bei meinem ersten französischen Sendung. Ich habe jetzt meine eigene Robin Leon Show im dritten französischen Fernsehen und die war gleich dabei, mich unterstützen. Ich war so nervös und die war sofort dabei und wir verstehen uns sehr gut, wir sind im gleichen Management und ich sage ja, wir sollen uns alle zusammen unterstützen. Seit einigen Jahren ist Robin in nahezu jeder Rundfunk-Hitparade zu Gast und teilt sich die Bühne mit den Stars der Schlagerbranche wie Hansi Hinterseher, Semino Rossi oder Andy Burg. Robin verrät uns, was bisher die Highlights in seiner Karriere waren und welche Pläne er für die Zukunft hat. Das Highlight war vor 7 Jahren, dass die Sommerhitparade bei IWS immer wieder sonntags zu gewinnen. Und da hat mich eine ganze Familie unterstützt, die ganze Leute, wie für mich gewählt haben, ständig Sonntag pro Sonntag. Und das erste große Highlight ist meine eigene Show im dritten französischen Fernsehen. Und jetzt darf ich 2 weitere Ausgaben zu haben. Und die Einschaltquote von der ersten Sendung war mega. Jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht und dass die Leute mich weiter unterstützen. Ein Highlight für das ganze Publikum war zweifelsfrei der Auftritt der Schlagerlegende Vata Illich. Bekannt durch Hits wie Michaela und Ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein. In seiner Jugend lebte er einige Zeit in Koblenz und gehört seit vielen Jahrzehnten zur Elite der deutschen Schlagersänger.
Er war bei der ersten ZDF-Hitparade mit dabei und ist bis heute zu Gast in TV-Shows und bei Schlagerkonzerten. War Paulina Wagners erstes eigenes Konzert ein voller Erfolg. Sowohl für die Akteure als auch für die zahlreichen Zuschauer. Einige Mitglieder ihres offiziellen Fanclubs waren ebenfalls angereist und sind begeistert. An Paulina mag ich einfach ihre Natürlichkeit. Sie ist wirklich sehr sympathisch. Sie hat immer ein offenes Ohr. Sie setzt sich ganz stark auch für den eigenen Fanclub ein. Unterstützt auch den Fanclub, also wirklich eine liebenswerte Person. Ja. Und es ist immer schön, sie zu sehen und ihre lieben Worte dann zu hören und einfach ins Gespräch zu kommen, wie mit meiner Freundin. Also es ist wirklich sehr schön, wie nah sie an ihren Fans dran ist. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, demnächst noch mehr von Paulina und ihrer Karriere zu hören. Oh.